Flyer für die bundesweite Betriebe. Okay. Yeah, good job. You speak German. Yay! You can speak German. Oh, cool. Guten Morgen, liebe Musikfreunde, liebe Friedensfreunde. Wir freuen uns sehr oder sind geradezu begeistert, in welch großer Anzahl Sie hier zu uns gekommen sind, um in sodass an diesem Ort eine fröhliche Stimmung auch entsteht, der ja sonst eigentlich gar nicht so fröhlich ist, dieser Ort. Wir, die Lebenslaute, die Musikgruppe Lebenslaute, ist ja dafür bekannt, dass sie an sehr ungewöhnlichen Orten ihre Konzerte abhält. Und heute begrüßen wir Sie, begrüßen wir euch sehr herzlich vor der größten Kleinwaffenfabrik Europas, Heckler & Koch, der tödlichsten Fabrik Deutschlands. Denn durch Gewehre und Pistolen von dieser Fabrik hier wird alle 14 Minuten ein Mensch getötet. Wir sitzen und stehen hier heute seit 5 Uhr an allen 5 Toren der Waffenfabrik, singen und spielen. Singen und spielen und stören dabei den Betriebsablauf. Wir wollen damit deutlich machen, dass die Produktion von solchen Waffen jede Stunde, jede Minute Menschen töten, verstümmeln und unendliches Leid bringen. Schon zur Zeit von Georg Friedrich Händel vor ca. 400 Jahren wurde das Waffenhandwerk in Frage gestellt. Waffenhandwerk schafft nur Unheil, heißt eine Arie von Händel, die jetzt gleich zur Aufführung kommt. Wir haben diese Kritik an der Waffenproduktion musikalisch aufgegriffen, indem wir versuchen, mit unserer Musik dazu beizutragen, dass der Kreislauf von Gewalt, Waffen und noch mehr Gewalt durchbrochen wird. Unser Symbol ist dafür das durchbrochene Gewehr mit einer Geige. Hier zu sehen, aber leider gerade etwas verdeckt durch den Chor. Gut, wir beginnen nun mit unserem Konzert und hoffen, dass diese Klänge auch die Beschäftigten hier erreicht, denn unser Motto heißt: Waffenhandwerk schafft nur Unheil.